Granada, Sevilla, Córdoba, Toledo. Alles Städte mit einem klingenden Namen. Es sind Zentren großer Kultur und Gelehrsamkeit, Zentren der Literatur und der Musik. Bedeutende Bauwerke und ein reiches künstlerisches Erbe zeugen von einer eindrucksvollen Vergangenheit. Spanien ist vor allem deswegen interessant, weil hier Christen, Muslime und Juden über lange Zeit zusammenlebten und Tag für Tag miteinander konfrontiert waren. Unter verschiedenen politischen Systemen entstand eine unglaublich vielfältige Kultur. Nirgendwo sonst im mittelalterlichen Europa waren die drei Religionen so sehr Teil einer einzigen Gesellschaft. Diese fast 800-jährige Epoche friedlichen Miteinanders wird heute La Convivencia genannt. Es war eine Zeit beispielloser Zusammenarbeit. Friedlich ging es dabei allerdings nicht immer und überall zu. Es gibt endlose Konflikte und zahlreiche Angriffe auf Juden. Es gab Märtyrer, es gab Hinrichtungen, es gab Verrat. Es war nicht perfekt. Es herrschte eher Toleranz als Pluralismus. Aber man war offen für Andersdenkende. Das war außergewöhnlich in der mittelalterlichen Welt. Diese Offenheit bringt eine Kultur hervor, die so einzigartig ist, dass eine Nonne und Dichterin sie Zierde der Welt genannt hat. Die Geschichte dieser goldenen Ära in Al-Andalus beginnt in einem Palast in Syrien, vor den Toren von Damaskus. Im Jahr 750 wird gegen die Familie des Kalifen, des Beherrschers der Gläubigen, geputscht. Es war ein großer Putsch und ein blutiger. Er richtet sich gegen die regierenden Umayyaden, die in ihrer 100-jährigen Herrschaft nach dem Tod des Propheten Mohammed den Islam in die entferntesten Winkel der Erde getragen haben. Jetzt reißt die Familie der Abbasiden die Macht an sich, stellt das weltliche und geistliche Oberhaupt der Muslime. Doch der Anspruch der Umayyaden auf das Kalifat erlischt damit nicht. Das Kalifat wurde vererbt. Irgendein Sohn konnte später auftauchen und behaupten, er sei der wahre Erbe der muslimischen Welt. Darum mussten die Abbasiden alle Angehörigen des Hauses der Umayyaden töten. Die Abbasiden laden die Umayyaden zu einem Versöhnungsmahl ein. Die entmachtete Familie nimmt an. Es war eine List. Es hat den Anschein, dass es eine Versöhnung geben könnte. Die Umayyaden unterwarfen sich in der Hoffnung, verschont zu werden. Doch an einem bestimmten Punkt erhoben sich die Abbasiden und enthaupteten so gut wie alle Umayyaden. Mit einem Schlag wurde praktisch die ganze Führungsschicht der Umayyaden ausgelöscht. Nur ein junger Prinz kann dem Massaker entkommen. Ein Bericht von Abd al-Rahmans Flucht existiert noch heute. Das Unglaubliche an dieser Erzählung ist, dass sie in der ersten Person erzählt wird. Es heißt, wir kampierten am Ufer eines Flusses und mein Sohn kam weinend zu mir. Und ich sagte, du musst stark sein, schließlich bist du mein Sohn. Ich blickte hinter ihn und sah die schwarzen Fahnen der Abbasiden. Abd al-Rahman erzählt, wie er seinen Sohn und seinen jüngeren Bruder packt und zum Fluss flieht. Er hat seinen kleinen Sohn auf dem Rücken und schwimmt durch den Fluss.
Sein kleiner Bruder hält eine Weile mit, kann aber nicht so gut schwimmen und hat Angst vorm Ertrinken, also kehrt er um. Und die Kavallerie am Ufer winkte ihn zurück. Sie riefen: Keine Angst, wir wollen dich in Sicherheit bringen. Abdurrahman gelangt auf die andere Seite und setzt seinen Sohn ab. Er wendet sich um, um seinen Bruder zu retten. Und er sieht seinen Bruder am anderen Ufer mit den Abbasiden und muss dann mit ansehen, wie der Kopf seines Bruders ins Wasser fällt. Die Abbasiden enthaupteten ihn sofort. Für Abdurrahman gibt es kein Zurück. Die Abbasiden wollten unter allen Umständen verhindern, dass auch nur ein Umayyade am Leben bleibt. Abdurrahman wurde der meistgesuchteste Mann im Abbasidenreich. Der 20-jährige Abdurrahman flieht nach Westen, quer durch Nordafrika. Er wollte zum Stamm seiner Mutter, einer Haremsfrau vom Stamm der Berber. Er hatte dort Verwandte und Verbindungen zum Stamm. Als er das heutige Tunis erreichte, wurde er von ihnen aufgenommen und beschützt. Als er dorthin kommt, will er nicht einfach das Leben eines Exilanten leben. Er ist ein junger Mann und wurde mit Hoffnung auf das Kalifat geboren. Die Abbasiden sieht er nicht als die rechtmäßigen Nachfolger des Propheten an. Er sieht sich als den wahren Kalifen an, als den legitimen Herrscher. Doch der letzte Erbe des Umayyaden-Kalifats würde Afrika verlassen müssen. Jenseits der Meerenge von Gibraltar erscheint am Horizont die Iberische Halbinsel, das heutige Südspanien. Im Jahr 711 hatten muslimische Armeen diese Region von den christlichen Visigoten erobert. Es waren Muslime, die sie Al-Andalus nannten. Offiziell war Al-Andalus ein Teil des islamischen Kalifats, erst von Damaskus aus regiert, dann von Bagdad. Die Entfernung zu diesen Zentren der Macht brachte Andalusien viele Freiheiten. Seine Anhänger raten dem jungen Prinzen, sich in Andalusien eine Herrschaft zu erobern. Doch er muss die Risiken abwägen. Soll er in Nordafrika bleiben und vielleicht ein bescheidenes Ledergeschäft aufmachen? Oder sollte er auf diese Leute aus Spanien hören, die ihm, dem rechtmäßigen Erben, sagten: Komm nach Spanien, wir wollen, dass du uns regierst. Du trägst diesen Namen, du bist ein echter Umayyad. Ich denke, das ist fast unwiderstehlich. Seine Verwandten stellen ihm eine kleine Armee bereit und er geht auf die Iberische Halbinsel. Andalusien war in Aufruhr. Ein Emir hatte den nächsten Emir abgelöst. Nominell herrschten die Abbasiden. Aber es war so weit weg von ihrem Zentrum der Macht, dass sie dort leicht zu besiegen waren. Schlussendlich konnte er Cordoba erobern und sich zum neuen Emir ausrufen lassen. Als Abdurrahman nach Cordoba kommt, findet er eine ziemlich verschlafene Stadt vor, die langsam verfällt. Bröckelige Mauern, eine Brücke in Trümmern. Sie lebten eben in diesen Zuständen und hatten kein Geld daran, etwas zu ändern. Abdurrahman kennt Damaskus. Er weiß, wie eine gute Stadt aussehen sollte. Er macht sich daran, Cordoba zu einer Art neuem Damaskus auszubauen. Cordoba hat ein großartiges Fundament. Römische Straßen und Aquädukte. Überreste der römischen Kultur, die zwar verfallen sind, aber sie sind noch da.
Man kann sich vorstellen, wie ein Prinz aus Damaskus die Stadt betrachtet und ihren Wert erkennt. Abdarrahman I. tut das, was jeder gute Umayyade tun würde. Nach der Eroberung lässt er ein neues Stadtzentrum errichten, mit einer Moschee als Mittelpunkt. Abdarrahman baut die große Moschee von Cordoba auf das Fundament einer Kirche. Zuvor hatten dort viele Generationen christlicher Visigoten und Römer gebetet. Wir haben Beweise, dass sie die Kirche erst angemietet und dann schließlich das Gebäude gekauft haben. Abdarrahman sieht sich in der Landschaft um und beschließt, Ruinen aus der Zeit des Römischen Reiches für seine neue große Moschee zu nutzen. Dort findet man Säulen und Kapitelle von alten römischen Gebäuden über das ganze Land verstreut. Sie werden in die Moschee integriert und zu einem zentralen Bestandteil der Architektur gemacht. Eine Säulenhalle macht den Raum in einer Moschee gleichwertig. Es gibt keine Hierarchie. Es gibt keinen Altar, an dem ein Priester stehen oder ein Bild von Christus hängen könnte. Es gibt nicht den wichtigsten Ort. Stattdessen ist es eine weite Halle, in der jeder für sich und gleichberechtigt betet. Es spielt keine Rolle, ob man der Kalif ist oder der Imam, der das Gebet leitet. Vor Gottes Augen sind alle gleich. Dieser Wald aus Säulen steht beispielhaft für eine Gemeinschaft, in der Religion sehr demokratisch praktiziert wurde. Der Bau der großen Moschee im Zentrum Cordobas festigte den Islam im Herzen seines neuen Königreiches. Zugleich zeigt sich Abdarrahman seinen jüdischen und christlichen Untertanen gegenüber sehr tolerant. Die Umayyaden schauten sicherlich auf Christen und Juden herab. Es waren untergeordnete Gruppen, über die sie herrschten. Aber eine gute Regierung weiß, dass man die ortsansässige Bevölkerung nicht beunruhigen sollte, keinen Unmut erzeugen. Das könnte die Stabilität gefährden und zu Rebellionen führen. Und so zogen sie es vor, sich nicht einzumischen. Abdarrahman regierte die nicht-muslimische Bevölkerung nach einem 100 Jahre zuvor von Mohammed aufgestellten Prinzip, Dhimma genannt. Wenn Mohammed Juden oder Christen begegnete, zwang er sie nicht zu konvertieren. Wenn sie sich unterwarfen, garantierte er ihnen Schutz vor religiöser Verfolgung. Sie durften ihre Religion ausüben, unter gewissen Einschränkungen. Sie durften nicht missionieren, sie durften keine Ämter über Muslime bekleiden, sie konnten keine neuen Kirchen bauen. Ansonsten durften sie frei praktizieren. Sie zahlten ein Tribut an die Gemeinschaft als Zeichen ihrer Unterwerfung. Das ist weit entfernt von einer pluralistischen Gesellschaft, in der alle friedlich zusammenleben. Man zahlt einen Preis dafür, dass man unter den Muslimen leben darf. Es ist ein seltsames Phänomen. Christen und Juden können ihre Religion ausüben, aber mit der Zeit passen sie sich in der islamischen Kultur an. Das heißt, sie sprechen Arabisch, sie schreiben auf Arabisch, sie essen wie Muslime. Alle Praktiken der dominanten Gruppe werden übernommen. Für die jüdische Bevölkerung war die Einführung der islamischen Dhimma eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Leben unter ihren früheren christlichen Herrschern. Die Visigoten hatten vor der Ankunft der Muslime in Spanien regiert. Sie waren vor allem gegenüber den Juden unnachgiebig. Es gab strenge Regeln, etwa wie intensiv Juden im öffentlichen Raum agieren durften, im Grunde sehr wenig.
Die Visigoten waren während ihrer Herrschaft immer härter und härter mit der jüdischen Gemeinde umgegangen. Es gab rechtliche Beschränkungen für Grundbesitz, welche Arten von Berufen sie ausüben durften, wenn sie heiraten konnten, über welche Art von Wohlstand sie verfügen durften. Sie lebten unter enorm eingeschränkten Umständen. Wahrscheinlich begrüßten die Juden diesen Regierungswechsel, weil er ihren Status aufwertete von einer verachteten und unterdrückten Minderheit hin zu einer akzeptierten Gruppe. Sie konnten ihre literarischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten einbringen als Mittel der Integration in die Kultur und Verwaltung der Umayyaden. Solange Juden und Christen die vorgeschriebene Kopfsteuer zahlen und ihren Platz als Bürger zweiter Klasse akzeptieren, haben sie in sozioökonomischer Hinsicht volle Freiheit. Sie können ihren gemeinschaftlichen und religiösen Angelegenheiten nachgehen, wie sie es für richtig halten. Und das taten sie auch. Das sind die Anfänge dessen, was später Convivencia genannt wird. Diese wunderbare Zusammenarbeit von Religionen und Ethnien, die bezeichnend für Andalusien war. Convivencia steht für Zusammenleben. Die Anhänger der drei monotheistischen Weltreligionen tragen gemeinsam eine Gesellschaft und eine Kultur. Convivencia trug zu dem großen Wohlstand Andalusiens bei. Córdoba wird zur illustren Hauptstadt dieses Reichs. Über Generationen hinweg konvertieren immer mehr Menschen zum Islam. Die Moschee Abd al-Rahmans muss schon bald vergrößert werden. Fast 200 Jahre nachdem der Prinz dorthin gekommen war, sollte Córdoba etwas erleben, wovon Abd al-Rahman nur träumen konnte. Im Januar des Jahres 929 versammelt sich die muslimische Gemeinde wie üblich zum Freitagsgebet in der großen Moschee von Córdoba. Dort wird Außergewöhnliches verkündet. Abd al-Rahman III. Erklärt sich selbst zum Kalifen, zum weltlichen und geistlichen Oberhaupt aller Muslime. Das Zentrum der islamischen Welt, verkündet Abd al-Rahman III., sei Córdoba. Und er sei der wahre Führer des Islam, ein Ur-Urenkel des ersten Umayyadenprinzen in Al-Andalus. Er tritt damit offen gegen eine rivalisierende Dynastie in Nordafrika auf, sowie gegen die Abbasiden, die in Bagdad regieren. Er sagt, ich habe bisher vor den Abbasiden in Bagdad gekniet, aber in Wahrheit ist unser Reich genauso ein Kalifat wie ihres. Dass er sich zum Kalifen erklärte, bedeutete nicht, dass die Muslime in Persien ihn plötzlich als ihr Oberhaupt anerkannten. Aber es bedeutete, dass er wie ein Kalif agieren und sich einen Herrschaftssitz schaffen musste, der diesem Status und diesem Titel angemessen war. Unter der Herrschaft Abd al-Rahmans III. Wird Córdoba im 10. Jahrhundert zur größten Stadt Europas. Annehmlichkeiten heben die Lebensqualität seiner Hauptstadt, wie gepflasterte Straßen, Beleuchtungssysteme und fließendes Wasser. Fließendes Wasser verändert die Stadt. Sie wird sauberer. Es gibt Badehäuser. Es gibt ein unterirdisches Kanalisationssystem, das den Abfall wegspült. Stellen Sie sich vor, durch eine mittelalterliche Stadt zu gehen, die nicht stinkt. Das ist ein Hinweis auf einen außergewöhnlich hohen Lebensstandard. Menschen aus anderen Ländern fiel das auf. Als Reisende nach Córdoba kamen, sahen sie, wie schön die Stadt war. Sie sprach alle Sinne an. Die Berichte über die Attraktivität der Stadt verbreiteten sich. Zu dieser Zeit sah sich Córdoba selbst, sahen aber auch die Besucher aus dem Osten und Norden Córdoba als den Mittelpunkt der zivilisierten Welt an.
Die deutsche Nonne und Dichterin Roswitha von Gandersheim war nie selbst in Cordoba, ließ sich aber durch Berichte inspirieren, Cordoba die Zierde der Welt zu nennen. Diese glänzende Zierde der Welt erstrahlt im Westen. Eine edle Stadt, seit kurzem für ihre militärische Stärke bekannt. Cordoba ist ihr Name und sie ist reich und berühmt und bekannt für ihre vielen Freuden und ihre unglaubliche Pracht. Vor der Stadt lässt Abdarrahman III. Einen reich ausgestatteten Palastkomplex errichten. Medina Azara. Von hier aus will er herrschen. Medina Azara wurde an der Seite eines Berges gebaut. Von dort hat man einen eindrucksvollen Blick über das Tal. Es war sehr wichtig, die Landschaft zu überblicken, denn diese Position verdeutlichte die Macht über das Land. Er baut nicht nur einen Palast, sondern einen weitläufigen Komplex aus mehreren Palästen, mehreren Moscheen, mehreren Gärten. Der Komplex ist riesig. Noch Generationen später schwelgen Dichter von diesem Palast. Er hatte Brunnen mit kleinen Statuen von Tieren, die Wasser in die Becken spielen. Wer die Natur kontrollieren konnte, war fast wie ein Gott. Und dazu gehörte die Kontrolle über das Wasser, es auf Aquädukten von weit her zu bringen, damit es dann aus kostbaren, mit Juwelen besetzten Wasserspeiern aus vergoldeten Tieren sprudeln konnte. Das demonstrierte nicht nur Geschmack und Luxus, sondern auch unglaubliche Macht. Der Reichtum von Cordoba entfaltet sich in vielen Bereichen. Diese Stadt ist ein Ort des Lernens mit umfangreichen Bibliotheken. Viel eindrucksvoller und reichhaltiger als diejenigen der Klöster, wie man sie zu dieser Zeit in anderen Teilen Europas findet. Der Glanz dieser Stadt lag in hohem Maße an der enormen Zahl an Büchern. Es gibt einen legendären Bericht, dass es in Cordoba 400.000 Bücher gab. Ob das exakt der Wahrheit entspricht, können wir nicht beurteilen. Aber dieser Bericht spiegelt sicher eine Realität wider. In dieser Kultur werden Bücher als Teil der Gesamtkultur hochgeschätzt. Die Herrschaft von Abdarrahman III. Stellt den Zenit dar, was Glanz und Macht von Cordoba angeht. Doch der strahlende Stern der Umayyaden begann schon zu verblassen. Abdarrahman III. Stirbt im Jahr 961. Sein Sohn und Nachfolger nur 15 Jahre später. Erbe des Throns ist jetzt sein 12-jähriger Enkel Hisham. Er trägt den Titel eines Kalifen und ist doch nur eine Schachfigur. Sein ehrgeiziger und machtsüchtiger Kämmerer reißt die Macht an sich. Al-Mansur, der Sieger, wird faktisch zum Alleinherrscher. Al-Mansur ist ein interessanter Charakter, extrem despotisch. Er behauptet, im Namen des Kalifen zu regieren, aber in Wirklichkeit entmachtet er den jungen Kalifen. Er ist in vielerlei Hinsicht ein Diktator. Wie seine Vorgänger legt Al-Mansur großen Wert darauf, zum Glanz Cordobas beizutragen. So lässt er die große Moschee erweitern. Und außerdem verfolgt er militärische Ziele. Er unternimmt mehrere Raubzüge gegen christliche Territorien. Ein solches Ausmaß an Aggression hatte man seit dem Beginn der islamischen Eroberung nicht mehr gesehen. Spanien war während der muslimischen Epoche in drei Zonen geteilt. Es gab den muslimischen Süden und die christlichen Fürstentümer im Norden. Dazwischen, im mittleren Teil Spaniens, war eine Art Niemandsland mit spärlichen Siedlungen, die ständig von der einen oder anderen Seite überfallen wurden. Al-Mansur machte aus Überfällen regelrechte Angriffskriege gegen den christlichen Norden. Und er unternahm sehr viele.
Aber noch schwerwiegender auf lange Sicht waren seine religiösen Vorstellungen. Er berief sich auf den Heiligen Krieg. Al-Mansur ist der Erste in dieser Geschichte, der religiöse Konzepte in den Mittelpunkt stellt. Seine Angriffe gegen Christen werden zu einem antichristlichen Feldzug. Dieser ständige Dschihad schwächt Al-Mansurs Armee. Er braucht mehr und mehr Männer, um die Königreiche im Norden zu besiegen. Und deshalb wirbt er Söldner aus Nordafrika an, kriegerische Berber. Diese Berber müssen bezahlt werden. So ist das nun mal mit Söldnern. Sie wollen Geld sehen. In einem gefährlichen Spiel entlohnt Al-Mansur seine Truppen mit der Beute aus Plünderungen. Seine Erfolge machen ihn immer mutiger. Al-Mansur richtet seinen Blick auf die Kirche von Santiago de Compostela, diesem berühmten christlichen Wallfahrtsort im Nordwesten Spaniens. Schon im frühen 10. Jahrhundert überquerten die ersten Pilger die Pyrenäen. Bald darauf kamen Gläubige aus Frankreich, Deutschland und den Niederlanden zum heiligen Jakobus, dem Älteren. Die Pilger glauben, dass die sterblichen Überreste des Apostel Jakobus dort begraben liegen, was diese Kirche zu einem der heiligsten Orte der Christenheit macht. Für Al-Mansur ein weiterer Grund, 997 einen besonders schamlosen Überfall zu wagen. Er raubt die Kirchenglocken von Santiago und zwingt christliche Gefangene, sie auf dem Rücken nach Córdoba zu tragen. Dort lässt er Moscheelampen daraus fertigen. Glocken sind ein Symbol des Christentums. Muslime haben Minarette, von denen der Muezzin zum Gebet ruft. Christen haben Glocken, mit denen sie zum Gottesdienst rufen. Dieser Raub sollte die Dominanz des Islam über das Christentum demonstrieren. Es ging darum, wer die Schallwellen kontrollierte. Wer kontrollierte die Geräusche, die man hört? Der Gebetsruf und die Glocken stehen für den Aufstieg des einen oder anderen Glaubens. Insgesamt führte Al-Mansur 57 erfolgreiche Feldzüge gegen den christlichen Norden. Aber seine Siegessträhne sollte bald ein Ende nehmen. Denn die Folge ist, dass die ewig zerstrittenen Könige von Galizien, Leon, Kastilien, Navarra und Katalonien plötzlich zusammenarbeiten. Gegen diesen Kerl, der seit 25 Jahren ihre Königreiche überfällt, ihr Volk kidnappt und ihren Reichtum plündert. Ein Teufelskreis. Um die immer stärker werdenden Christen zu bekämpfen, muss Al-Mansur immer mehr Söldner rekrutieren. Aber die Berber vertreten einen strikteren Islam als viele Muslime in Andalusien. Sie lehnen deren materialistische Lebensweise ab. Deren Streben nach Pracht und Reichtum erzeugt eine politische Auseinandersetzung innerhalb der muslimischen Gemeinschaft, die es vorher nicht gab. Eine weitere Nachfolgekrise verschärft die Lage. Al-Mansur gelang es, die Fiktion legitimer Herrschaft bis zu seinem Tod aufrechtzuerhalten, obwohl er kein Umayyade war. Doch als sein Sohn den Titel des Kalifen für sich beansprucht, rebellieren die Bürger von Córdoba. Während die Stadt im Chaos versinkt, greifen im Jahr 1010 die Berbersöldner den Palastkomplex an, das Symbol für alles, was ihrer Meinung nach in Al-Andalus schiefgelaufen war. Man kann sich vorstellen, was diese Marodeure gesehen haben müssen, als sie den Palast betraten. Sie waren verblüfft von dem Luxus, den sie dort vorfanden. Jede Fläche verziert mit geschnitztem Stuck. Die Böden verkleidet mit schillerndem Marmor. Es war eine Schatzkammer. Sie haben sie geplündert.
Mit der Zerstörung dieser Perle der Architektur ging auch die Dynastie der Umayyaden unter. Die Ära der Größe Cordobas. Mit dem Beginn des 11. Jahrhunderts und dem Sturz der Umayyaden steht Al-Andalus an der Schwelle zu einer neuen Zeit. Das 11. Jahrhundert ist diese wunderbar paradoxe Epoche. Die politische Situation ist geradezu katastrophal. Das Kalifat wird abgelöst durch eine Reihe von Stadtstaaten, Taifas genannt. Sie alle kämpfen untereinander und mit den christlichen Königreichen im Norden. Aber in der Mitte dieses politischen Chaos erblüht auf einmal die Kultur. In vielerlei Hinsicht beginnt die außergewöhnlichste Ära muslimischen Lebens auf der iberischen Halbinsel. Die unabhängigen Städte konkurrierten untereinander. Dieser Wettbewerb führt zu einem gewaltigen Aufschwung in Handel und Gewerbe. Convivencia wird intensiviert. Es ist die Zeit, in der der für Al-Andalus charakteristische Pluralismus wirklich greift. Statt eines zentralen Hofes gab es nun verschiedene Stadtstaaten, die im Wettbewerb standen. Sie konkurrierten um Sänger und Schauspieler, um Schriftsteller und Dichter. Es ist ein wenig wie in Athen, wo die dunklen Tage des Peloponnesischen Krieges Sophokles und Aristophanes hervorbrachten. Aus politischen Turbulenzen heraus entstehen häufig außergewöhnliche literarische und künstlerische Werke, wie in den Taifas. Eine der Künste, die dort blühte, war die Musik. Lieder in klassischem oder in andalusischem Arabisch. Von Generation zu Generation weitergegeben, wird sie noch heute gespielt. So wie die Musik erlebten auch andere Künste eine nie gesehene Blüte. Zahlreiche bedeutende Denker und Schriftsteller Spaniens lebten im 11. Jahrhundert. In der arabisch sprechenden Welt ist der berühmteste unter ihnen der überaus schöpferische Ibn Hazm. Er schrieb hunderte von Büchern und konnte auch so richtig polemisch werden. Sein Gegenspieler war Samuel Hanagid, mit dem er eine intensive, polemisch geprägte Beziehung pflegte. Nach dem Fall des Kalifats flohen diese beiden großen Intellektuellen aus Cordoba. Zwei Männer, die sich aus dem Zusammenbruch von Cordoba erhoben. Der Muslim Ibn Hazm, der Jude Samuel Hanagid. Beide sollten aus Trümmern heraus Karriere machen. Beide haben viel gemeinsam, aber ihr Leben könnte unterschiedlich nicht sein. Ibn Hazm wurde 994 als Sohn eines hohen Regierungsbeamten in eine reiche und einflussreiche Familie hineingeboren. Er wollte eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten. Aber der Zusammenbruch von Cordoba machte seine Pläne zunichte. Schon in jungen Jahren wurde er seines Amtes enthoben und inhaftiert. Er zog sich aus dem öffentlichen Leben zurück, um sich der Wissenschaft und einer Art intellektueller Hetze gegen alles zu widmen, was seiner Meinung nach mit dem Islam und Andalusien schiefgelaufen war. Wohlstand wurde in eine fruchtlose Wüste verwandelt. Gesellschaft in bedrückende Einsamkeit, Schönheit in Trümmer übersäte Ebenen, innere Ruhe in furchteinflößende Schwierigkeiten. Im Exil wird Ibn Hazm ein umherwandernder, launischer, philosophischer Schriftsteller.
In verbittertem Ton schreibt er gegen seine Feinde. Und doch erinnert man sich an ihn vor allem wegen eines Buchs über die Liebe. Ein wunderbares Buch mit dem Titel »Das Halsband der Taube«. Ich habe eine Krankheit, die Ärzte nicht heilen können. Unerbittlich zieht sie mich zur Quelle meiner Zerstörung. Aus freien Stücken ein Opfer zu sein, getötet für ihre Liebe, eifrig wie der Betrunkene, der vergifteten Wein trinkt. Schamlos waren meine Nächte, doch meine Seele liebte sie über jede Leidenschaft hinaus. Es ist ein Buch darüber, wie Menschen sich verlieben. Wo und wann und warum. Aber andererseits ist es auch ein Buch über Verlust. Im Text schildert er seine Gedanken über die Tragödien des Verlusts, der ersten Liebe Cordobas. Das Buch ist durchdrungen von einer gewissen Nostalgie. Jene Hallen, übersät mit Inschriften, geschmückte Räume, die früher wie die Sonne strahlten, die schon durch die Betrachtung ihrer Schönheit jede Trauer lösten. Jetzt sind sie wie die Mäuler wilder Tiere, die vom Niedergang dieser Welt künden. Er schreibt davon, wie herzzerreißend es ist, die Überreste dessen zu sehen, was einst ein schöner Palast oder eine schöne Villa war. Alles wurde dem Erdboden gleichgemacht. Für ihn ist Cordoba nur ein Schatten seines früheren Selbst, eine wunderschöne Stadt, die es nicht mehr gibt. Meine Augen weinten, mein Herz schmerzte, meine Brust, betrübt durch diese Steine, in meine Seele schwillt die Pein. Nie kam Ibn Hasm über das Ende der Umayyaden-Herrschaft hinweg. Ohne Heimat reiste er ziellos herum, fand sich nie mit seinem Leben im Exil ab. In vielerlei Hinsicht wurde er immer verbitterter. Ibn Hasm ist ein gutes Beispiel für die Zeitumstände. Obwohl das 11. Jahrhundert eine Blütezeit für die Poesie war, haben es Muslime in dieser Periode sehr schwer. Der Verlust des Kalifats, die Einheit und politische Stabilität, für die es stand, wird nie wiederhergestellt. Das Leben von Ibn Hasms Gegenspieler Samuel Hanagit verläuft völlig anders. Auch er muss ins Exil. Nach dem Fall von Cordoba flieht der Jude in die Hafenstadt Malaga. Die Geschichte seines Neuanfangs ist über viele Generationen überliefert worden. Samuel Hanagit war ein brillanter Intellektueller und ein außergewöhnlicher arabischer Schriftsteller, der in einem Gewürzladen in Malaga arbeitete. Seine Fähigkeiten machten ihn schnell auch jenseits des Gewürzladens bekannt. Die Magd des königlichen Schreibers wurde in sein Geschäft geschickt, um Gewürze zu kaufen. Sie berichtete ihrem Herrn, wie gewandt der jüdische Verkäufer im Rechnen und wie eloquent er im Schreiben war. So verbreitete sich sein Ruf in den höchsten Kreisen. Samuel wurde zur gefragten Persönlichkeit. Berichte seiner außergewöhnlichen Talente erreichten den König von Granada, der Samuel an seinen Hof einlud. Granada war eines der Taifa-Königreiche, jener kleinen Stadtstaaten, die aus dem Zusammenbruch des Kalifates hervorgegangen waren. Zwischen diesen Taifas gab es einen intensiven politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Wettbewerb.
Der König von Granada befand sich in der Zwickmühle. Um ihn herum gab es rivalisierende muslimische Fraktionen, von denen er keiner die Verwaltung seines Königreichs übertragen konnte. Und so kam er auf die Idee, einen jüdischen Wesir zu ernennen und diesem viel mehr Macht zu übertragen, als es bisher für jüdische Beamte üblich war. Samuel Hanagit wurde in kurzer Zeit zum Großwesir von Granada, zur rechten Hand des Königs. Das ist wirklich außergewöhnlich. Nach islamischem Recht ist es nicht Muslimen verboten, ein führendes Amt über Muslime zu bekleiden. Dennoch übte Hanagit Macht über alle Muslime in Granada aus. In einem von Samuels berühmtesten Gedichten beschreibt er sich selbst als den General einer muslimischen Armee. Ein Freund in meiner Not. Der Felsen erhob sich. Und so lobpreise ich den Herrn. Er erkannte die Angst in meinem Herzen und verbannte sie. Darum singe ich mein Lied an den Erretter. Er verdirbt meine Feinde mit Schmerz und nimmt mir meinen. Doch einige eifern dagegen. Wer bist du, dass du ihm huldigst? Ich bin der David meiner Zeit. Samuels Poesie ist absolut außergewöhnlich. Er nimmt aus dem Arabischen Metrum und Reimschema her und überträgt es ins Hebräische. Er holt die Sprache der Synagoge aus der Synagoge heraus und bringt sie in die Salons, die Weinberge und die Gärten. Mit Samuel beginnt das goldene Zeitalter der neuen hebräischen Poesie. Ich blicke durch die Nacht und ihre Sterne, das Gras und seine Käfer. In meinem Herzen weiß ich, dass diese Schwärme das Werk unermesslicher Weisheit sind. Sieh her, der Himmel ähnelt einem Zelt, gespannt durch Schlaufen und Haken. Und der Mond mit seinen Sternen wie ein Hirte und seine Herde. Wie Tiere in weiträumigen Ställen, auf der Flucht vor den Schrecken des Todes. Wie eine Taube, ihr Falke nah. Am Ende werden wir fallen und stürzen in Staub und Scherben. Samuel starb eines natürlichen Todes im Jahr 1056. Außergewöhnlich und wirklich beispiellos in der jüdischen Geschichte ist, dass er die Macht auf seinen Sohn übertragen konnte. Sein Sohn Josef übernahm das Amt des ersten Ministers in Granada. Josef hatte alle Talente seines Vaters, außer einem. Ihm fehlte die Demut seines Vaters. Dieses Manko sollte furchtbare Folgen nach sich ziehen. Wenn man Wesir eines Königreiches ist, muss man ein ziemlich starkes Ego haben. Es verwundert nicht, dass jemand wie Samuel Hanagit sich selbst den David seiner Generation nennt. Er schrieb das vielleicht in seiner Poesie, aber er war viel bescheidener, wenn er ein Muslim seines Ranges oder gar die königliche Familie ansprach. Und das ist bei seinem Sohn nicht der Fall. Josef fehlte die politische Geschmeidigkeit seines Vaters, weil er arrogant war, wie es oft heißt. Es herrschte großer Unmut in den unteren Schichten, wegen der herausragenden Stellung der jüdischen Gemeinschaft. Aber nicht nur dort. Schon, dass Juden erfolgreich waren, erzeugte Aufruhr, Kritik an jüdischer Macht. Schließlich kam es zu einem großen Aufstand und einem Massaker, bei dem Josef getötet und die jüdische Gemeinde regelrecht abgeschlachtet wurde. Das war 1066, das erste Mal von wirklich erheblicher muslimischer Gewalt gegen Juden, nur weil sie Juden waren, im mittelalterlichen Spanien. In Al-Andalus kam es damals ständig zu Aufständen, Revolten und Attentaten.
Die meisten hatten überhaupt nichts mit Juden zu tun. In gewisser Weise war Josef die falsche Person zur falschen Zeit und die jüdische Gemeinschaft ein leichtes Ziel. Wenn man es aber aus der Sicht der jüdischen Geschichte betrachtet, erinnert es an die prekäre Lage der Juden als kleine Minderheit. Die stichhaltigste Erklärung ist, dass das Ventilfunktion hatte. Das mittelalterliche Spanien existiert in diesen Widersprüchen und immer wieder kommt es zu solchen periodischen Explosionen. Wahr ist auch, dass diese Zeit trotz der Massaker an Juden gegen Ende des 11. Jahrhunderts von den Juden damals als eine gute Zeit gesehen wurde. Diese Haltung, die Hasdai ibn Shaprut im 10. Jahrhundert formuliert, Córdoba al-Andalus als Zentrum des Universums. Es ist der beste Ort, an dem Juden oder andere Menschen je gelebt haben, etc. etc. Daran wird immer noch festgehalten. Lieber Jude in einer islamischen Welt als im christlichen Norden. Im späten 11. Jahrhundert dann gewinnen die christlichen Königreiche im Norden an Macht. Sie richten ihren Blick auf Toledo, einen herausragenden muslimischen Stadtstaat. Im Jahr 1085 bringt der christliche Herrscher von Kastilien und Leon, Alfonso der VI., Toledo unter seine Kontrolle. Das ist nicht irgendeine alte Stadt. Toledo hat für die Christen symbolische Bedeutung als alte Hauptstadt der Visigoten. Man hat die Hauptstadt zurückerobert. Das ist der große Wendepunkt in der Geschichte Spaniens. Der erste islamische Stadtstaat, der von den aufstrebenden christlichen Königreichen erobert wird. Alfonso gelingt dieser Machtwechsel ohne Blutvergießen. Toledos muslimischer Herrscher ist geschwächt durch die Konflikte mit rivalisierenden Taifas und überlässt Alfonso die Schlüssel zur Stadt freiwillig für ein sicheres Geleit. Der kulturelle Reichtum Toledos verblüfft die Kastilier. Die Kastilier kommen aus einer schroffen, relativ primitiven, relativ monokulturellen Welt. Und jetzt betreten sie Toledo, eine Stadt voller fremder Sprachen, anderer Religionen, anderer Christen sogar. Es gab keine Stadt im Norden Spaniens, die Toledo glich. Eine kosmopolitische Stadt, Waren aus aller Welt mit all dem Reichtum an Wissen und Bildung. Für die Neuankömmlinge war das ein außergewöhnlicher kultureller Wandel. Alfonso der VI. Nannte sich selbst den Kaiser aller Spanier. Das bedeutet, dass Alfonso den Status quo respektiert. Er garantiert die freie Religionsausübung, so wie es die Muslime getan haben. Was sich ändert, ist der Herrscher über Toledo, nicht die Kultur selbst. Aber die Muslime in den Taifa-Königreichen rund um Toledo betrachten diese Machtergreifung Alfonsos als direkte Bedrohung. Die Eroberung Toledos durch Alfonso den VI. Beunruhigte die Herrscher anderer Taifas. Es war ein Paradigmenwechsel. Wenn man eine militärische Schlacht verlor, musste man oft nur einem neuen Herrscher Tribut zahlen, aber die Herrschaft über das eigene kleine Königreich blieb bis zu einem gewissen Grad erhalten. Die Eroberung von Toledo erschütterte die bestehende Ordnung. Es war ein einschneidendes Ereignis, das ihre politische Autonomie bedrohte. Alfonsos Armee sammelt sich in Toledo, um das nächste große Taifa-Königreich anzugreifen: Sevilla. Dessen König, Al-Mutamid, muss seine Optionen klar durchdenken.
Der übermächtige Alfonso ist auf dem Vormarsch. Entgegen eigener Vorbehalte appelliert Al-Mutamid, der mächtigste der Taifa-Könige und Herr von Sevilla, an die Almoraviden. Die Almoraviden herrschen jenseits der Straße von Gibraltar in Marokko. Die Almoraviden waren eine kampferprobte Berber-Dynastie, die einen großen Teil Nordafrikas erobert hatte. Die Almoraviden gehörten einer besonders puritanischen Richtung des Islam an. Es begann als religiöse Bewegung, gewann aber schnell an politischer Macht. Sie sahen die Andalusier als unmoralische Muslime, deren militärische und politische Schwäche darauf zurückzuführen war, dass sie in ihrer Praxis die wahren Gebote des Islam vernachlässigt hatten. Al-Mutamids Sohn warnte seinen Vater vor einem Bündnis mit den Almoraviden. Aber der König sah keinen anderen Ausweg. Unter meinen Nachfahren will ich nicht als der Mann bekannt werden, der Al-Andalus an die Ungläubigen auslieferte. Ich für meinen Teil wäre lieber ein Kameltreiber in Afrika als ein Schweinehirt in Kastilien. Schon bald nach ihrer Ankunft besiegten die Almoraviden Alfonsos Streitmacht. Die Schlacht zwischen beiden Armeen war so grausam, dass sie Al-Salaka, rutschiger Boden, genannt wurde. Wegen des vielen Blutes, das an diesem Tag vergossen wurde. Für den Augenblick retten die Almoraviden Sevilla. Aber nachdem sie die Stadt gesehen haben, erkennen sie auch, dass sie eine leichte Beute sein wird. Einige Jahre nach ihrem Kampf gegen Alfonso VI. Kehren die Almoraviden zurück, diesmal ohne Einladung. Sie werden Al-Mutamid und den Taifas nicht helfen. Sie wollen sie erobern. Al-Mutamid bittet um Hilfe. An wen wendet er sich? An den obersten Schweinehirten persönlich, Alfonso. Und noch interessanter ist, dass Alfonso loszieht, um Al-Mutamid gegen die räuberischen Attacken, diesmal der Almoraviden, zu verteidigen. Doch es ist zu spät. Sevilla und die anderen Regionen von Al-Andalus werden zu einer Kolonie der Almoraviden. Al-Mutamid wird gefangen genommen und nach Marokko geschickt, um dort im Gefängnis zu verrotten und zu sterben. Es ist die Herrschaft der Almoraviden, die eine Rückeroberung Spaniens für das Christentum um einige Jahrhunderte zurückwirft. Zunächst ändern sich kulturelle Gepflogenheiten. Die Almoraviden brachten eine sehr strikte, religiös strenge, legalistische Auslegung des Islam mit. Und die zwangen sie Al-Andalus auf. Die Almoraviden betrachteten den spanischen Islam als erbärmlich, korrupt, als zu weich und insgesamt zu sehr mit dem Begriff der Convivencia verbunden. Convivencia war ein schmutziges Wort. Konkret bedeutete dies das Ende der Freizügigkeit über religiöse Grenzen hinweg, der Teilnahme an einer gemeinsamen Hochkultur, an Musik und Kunst. Das Ende dessen, was Andalusien als muslimische Gesellschaft so einzigartig gemacht hatte. Weil die Almoraviden den Süden Spaniens beherrschen, fliehen viele Juden, Christen, sogar Muslime in den Norden. Denn in Toledo herrschte noch immer Vielfalt und religiöse Toleranz. Aber auch in Toledo ist Convivencia in großer Gefahr. Nicht durch strenggläubige Muslime, sondern durch christliche Eiferer. Sie nahmen sich ein Vorbild am Rest Europas. Es gab im Christentum keine Regeln dafür, wie mit Minderheiten umzugehen ist. Es gab keine Erwartung, dass ein christlicher Staat Minderheiten in der Bevölkerung dulden sollte oder gar konnte. Außer in Spanien. Der Rest der Christen tut so etwas einfach nicht. Die Leute sagen, ist das euer Ernst? Ihr lebt zusammen mit Juden und Muslimen? Was ist denn das?
Viele Menschen sind fasziniert, aber es bleibt eine Kuriosität in der christlichen Welt. Konservative Reformer aus der Kirchenhierarchie stellen diese Kuriosität im 11. Jahrhundert mehr und mehr in Frage. Diese Reformer nehmen die Mozaraber ins Visier. Andalusische Christen, die im 7. Jahrhundert die arabische Sprache und Kultur angenommen hatten, gleichzeitig aber ihrem christlichen Glauben seit 400 Jahren treu geblieben waren. Papst Gregor VII., dieser wichtige Reformpapst, stand für eine sehr strenge christliche Orthodoxie und betrachtete die Mozaraber nicht als heldenhafte Christen, die 400 Jahre lang feindlicher Herrschaft widerstanden hatten, sondern als Ketzer. Die Mozaraber hatten ihre eigene religiöse und liturgische Kultur, die sie beibehalten wollten. Ihre Liturgie wird mozarabischer Ritus genannt und bis heute in einer Kapelle der Kathedrale von Toledo gefeiert. Aber im 11. Jahrhundert üben Traditionalisten in der Kirche Druck auf König Alfonso VI. Aus. Er solle die Mozaraber zwingen, sich dem allgemein akzeptierten römischen Ritus anzupassen. Das kam bei dieser christlichen Gemeinschaft nicht gut an. Sie hatten eine eigene Identität und eine eigene Kultur, die sie bewahren wollten. Sie wehrten sich gegen Versuche, ihre Art von Gottesdienst zu ändern. Es war ein Konflikt, der König Alfonso vor ein großes Problem stellte. Denn er war dem Papst in Rom verpflichtet. Der Überlieferung nach wollte er den Streit um die rechte Liturgie durch ein Gottesurteil entscheiden, die Feuerprobe. Im Mittelalter wurden zur Rechtsfindung oft Zweikämpfe oder Feuerproben durchgeführt, um die Wahrheit zu ermitteln. Welche lateinische Messe war die wahre? Sie legten die Messbücher ins Feuer. Der Ritus, der unversehrt bliebe, müsste der wahre sein. Die Überlieferung berichtet, der römische Ritus sei sofort verbrannt. Der mozarabische Ritus dagegen sei unversehrt geblieben. Das ist eine kaum glaubwürdige Geschichte, aber sie spiegelt die Stärke des Widerstands vor Ort wider. Der Konsens innerhalb der Gemeinschaft war so stark, dass der mozarabische Ritus die Feuerprobe überstanden hatte. Es war für die neuen Autoritäten unmöglich, an der Loyalität zu dieser religiösen Tradition auch nur zu rütteln. Die Geschichte des Christentums verlief nie geradlinig. Ganz im Gegenteil. Es gab eine Reihe von regionalen und philosophischen Streitigkeiten innerhalb dieser Gemeinschaft. Das Interessante am mittelalterlichen Spanien ist, dass aufgrund der historischen Bedingungen die römische Version des Christentums in Frage gestellt wird. Für mich macht das diese historische Periode so wichtig. Es bricht den Mythos, dass es nur eine einzige Vorstellung davon gibt, worum es bei diesem Glauben geht. Im frühen 12. Jahrhundert trägt der intellektuelle Reichtum Toledos zu tiefgreifenden Veränderungen im übrigen Europa bei. Im 12. Jahrhundert kommt es in Frankreich und England zu einer Renaissance der Suche nach Wissen. Vor allem der römischen Gelehrsamkeit. Diesen Menschen fehlt der Zugang zur griechischen Bildung. Nach dem Untergang des Römischen Reiches gerieten die meisten wissenschaftlichen und philosophischen Werke des alten Griechenland in Vergessenheit. Aber diese Werke konnte man noch immer in den Bibliotheken von Toledo finden. Denn die alten Texte waren bereits Jahrhunderte zuvor ins Arabische übersetzt worden.
Im 9. Jahrhundert wurde in Bagdad eine Schule für Übersetzung aufgebaut, die alle großen Werke des alten Griechenland ins Arabische übersetzte. Medizinische, wissenschaftliche und philosophische Schriften. Und diese kostbaren Werke wurden kopiert und verbreiteten sich in der gesamten islamischen Welt, einschließlich Nordafrikas, und kamen schließlich auch nach Al-Andalus. Diese Leute in London und Paris stellen irgendwann fest, dass es dort Bibliotheken gibt, in denen man Aristoteles lesen kann. Aber man muss Arabisch beherrschen, um ihn lesen zu können. Die Schriften der griechischen Antike waren also begehrt, allerdings in lateinischer Sprache, die die Europäer lesen konnten. Übersetzungen wurden in vielen Fällen von Juden geliefert, die nach Norden geflohen waren. Ein Teil dieser Arbeit wurde mündlich gemacht. Jemand übersetzte in einer Zwischensprache, entweder Kastilisch oder Hebräisch. Und dann übersetzte ein zweiter aus dem Hebräischen oder Kastilischen ins Lateinische. All diese Anstrengungen für die Übersetzung und Verbreitung in Al-Andalus führten im 12. Jahrhundert zu dem, was viele eine spanische Renaissance nennen. Von dort aus wurde das geistige Erbe des alten Griechenland und Rom über den Islam ins Christentum getragen. Besonders mit Aristoteles wollten sich die Europäer vertraut machen. Im 12. Jahrhundert wurden die Kommentare von Maimonides, dem großen jüdischen Philosophen, zu einem wichtigen Hilfsmittel für das Verständnis der antiken Texte. Gelesen wurden auch die Aristoteles-Kommentare eines Zeitgenossen des Maimonides. Ibn Rushd, ein muslimischer Intellektueller und Rechtswissenschaftler, im Westen als Averroes berühmt. Jeder braucht einen Kommentar zu Aristoteles. Seine Texte sind schließlich nicht gerade leichte Kost. Es sind komplizierte Gedankengänge und Averroes schien sie auf besonders pointierte Weise verstanden zu haben. Die Menschen gingen nicht an die Philosophie heran, um herauszufinden, was Aristoteles, der große alte Meister, zu sagen hatte. Sie sagten, ich will Aristoteles verstehen. Und der beste Weg, ihn zu verstehen, besteht darin, den Kommentaren einer Autoritätsperson zu folgen, die Erklärungen und Analysen anbietet, die zum wahren Verständnis von Aristoteles Philosophie führen. Darum war Averroes weit mehr als nur der Kommentator eines fremden Werkes. Er war ein verlässlicher Wegführer beim Verständnis dieser Texte. Ibn Rushd versuchte, die Kluft zwischen Vernunft und Glaube, Philosophie und Offenbarung zu schließen. Man war der Auffassung, dass Philosophie der Offenbarung widerspricht. Und das war es, was Averroes versuchte, miteinander zu vereinbaren. Wie kann es sein, dass Philosophie das eine sagt und die Offenbarung etwas ganz anderes? Er wollte die beiden in Einklang bringen und landete schließlich absolut auf der Seite der Vernunft. Dies war nicht die orthodoxe Position unter den anderen muslimischen Theologen und so fiel Ibn Rushd aus dem Rahmen und wird in der muslimischen Welt kaum studiert. Unter den Christen dagegen wuchs und wuchs sein Ruhm. Ibn Rushd hatte großen Einfluss auf die Schriften von Thomas von Aquin, dem berühmten Philosophen und katholischen Theologen. Thomas argumentierte, dass Glaube und Vernunft einander ergänzen. Als die Jahrzehnte ins Land gingen, wurde Toledo zum Anziehungspunkt für viele Gelehrte. Toledos Bedeutung als Ort der Vermittlung antiken Wissens hatte Konsequenzen. Die Übersetzungsbewegung wird oft als Beispiel für Convivencia angeführt. Beide Seiten arbeiten zusammen, aber es steckt noch mehr dahinter. Da wäre zum Beispiel Petrus Venerabilis. Peter der Ehrwürdige unternahm 1142 eine Reise nach Spanien. Dieser Abt des mächtigen und bedeutenden französischen Klosters Cluny besuchte Toledo. Dort hatte er die Idee, dass es eine Antwort auf die Sarazenen geben musste. So nannte man damals Muslime. Es schien ihm, als ob sich niemand ihnen entgegenstellte. Wer widersprach der schwerwiegenden Verirrung, die er sah?
Bis jetzt hat nicht nur keiner auf diese Ketzerei reagiert, die mehr als jede andere zur ewigen Verdammnis der Körper und Seelen eines großen Teils der Menschheit geführt hat. Niemand hat sich auch nur die geringste Mühe gemacht, zu erforschen, was diese Pest der Ketzerei wirklich ist und woher sie kommt. Er dachte, der erste Schritt zu einer mustergültigen polemischen Widerlegung des Islam sei die Aneignung echten Wissens über den Islam. Peter trifft schließlich auf einen Mann namens Robert of Ketton, ganz klar ein Engländer. Robert war ein großer Mathematiker. Und Robert beherrschte das Arabische. Wie viele Gelehrte hatte er diese Sprache lernen müssen, um die mathematischen Texte zu verstehen, die er lesen wollte. Peter konnte Robert dazu überreden, die für ihn wirklich wichtigen Forschungen beiseite zu legen, um ein anderes Projekt zu übernehmen. Das äußerst schwierige Projekt, den Koran in das Lateinische zu übersetzen. Das ist ein Teil dieses Interesses an neuen Formen des Wissens. Aber es ist auch ein Zugang zu einem fremden Text, um gegen ihn polemisieren zu können, gegen ihn zu argumentieren. Die Christen hatten jetzt Munition für Streitschriften. Sie kannten das Leben von Mohammed und konnten jetzt seine vielen Frauen und andere Praktiken attackieren, die sie als verwerflich empfanden. Das ist nicht gerade Convivencia. Und Peter der Ehrwürdige aus Cluny ist erst der Anfang dieser immer aggressiveren Sichtweise des Christentums. Sie blickten auf die Muslime herab. Die christlichen Fürsten des Nordens dachten sich, da können wir gewinnen. Und die römische Kirche dachte zur gleichen Zeit genau dasselbe. Die Kirche blies am Ende des 11. Jahrhunderts zum Kreuzzug, um Jerusalem aus den Händen der Muslime zu befreien. Al-Andalus war aus der Sicht der Kirche nur ein weiteres Land für einen heiligen Krieg. Die Kirche will ihre Vision einer Welt verwirklichen, in der es nur das Christentum gibt und sonst nichts. Vor allem die Christen in Rom wünschen sich einen Krieg, der polarisiert. Einen symbolischen Kampf des Guten gegen das Böse. Das Christentum gegen den Islam. Ganz anders also, als es bisher war. Und mit den Almoraviden aus Nordafrika war das auch leicht. Diese Perspektive, schwarz und weiß, richtig und falsch, Muslime gegen Christen. Trotz erstarkender politischer und religiöser Konflikte blüht das kulturelle Leben von Toledo nach wie vor. Mitte des 13. Jahrhunderts wird Alfonso X. König. Man nennt ihn auch Alfonso den Weisen. Alfonsos außergewöhnlich breite intellektuelle Beiträge führten dazu, dass er als Weltwunder bezeichnet wurde. In einer berühmten Geschichte aus einer späteren Chronik hieß es, wenn Alfonso bei der Schöpfung der Welt anwesend gewesen wäre, wären die Dinge besser geworden. Alfonso X. hinterließ ein umfangreiches Werk, damals moderner Literatur. Eines seiner bedeutendsten Werke sind die Cantigas de Santa Maria, die Lieder der heiligen Maria. Diese unglaublich inspirierende Sammlung von Liedern ist der Jungfrau Maria gewidmet und mit Szenen aus dem Spanien des 13. Jahrhunderts illustriert. Im Grunde eine Momentaufnahme vieler Teilaspekte des Lebens im 13. Jahrhundert, zu denen wir sonst keinen Zugang hätten. Diese Szenen täglichen Lebens zeigen Muslime, Juden und Christen, die friedlich zusammenleben und arbeiten. Diese Illustrationen sind erstaunlich. Muslimische und jüdische Gelehrte sitzen mit einem christlichen Gelehrten zusammen und übersetzen etwas. Die Übersetzungsbewegung von Toledo. Die Cantigas de Santa Maria illustrieren ein Spanien der religiösen und kulturellen Vielfalt. Ein Spanien der Convivencia, jetzt unter christlicher Herrschaft. Doch in derselben Epoche erstarkte auch die religiöse Intoleranz auf der Iberischen Halbinsel.
Man findet Convivencia, wie sie einem in den Übersetzungen aus Toledo begegnet. Aber auch extrem blutige Auseinandersetzungen unter muslimischen und christlichen Herrschern. Ein abwägender Blick auf diese Epoche würde das nicht als Convivencia bezeichnen. Wenn das noch Convivencia war, nennen wir etwas anderes. Es war einfach zu gefährlich. Selbst im religiös vielfältigen Toledo gab es Männer, die für den Kampf gegen den Islam waren. Unter anderem der Erzbischof Rodrigo Jiménez de Rada. Rodrigo ist auch Verfasser einer Geschichte Spaniens. Sein Werk sollte noch Jahrhunderte später die Sicht der spanischen Christen auf ihre Vergangenheit prägen. Rodrigo ist verantwortlich für das Narrativ der Reconquista, der Rückeroberung, die heute noch Macht über das spanische Denken hat. Zum großen Teil ist er verantwortlich für das spätere Verständnis dieser Epoche als einer Zeit großer Konflikte zwischen Christen und Muslimen. Seinem Bericht nach verlief die muslimische Invasion der Iberischen Halbinsel im Jahr 711 schnell und gründlich. Die Muslime siegten entschlossen und unterjochten das ganze Land. Mit einer Ausnahme. Im Tal von Covadonga in den Bergen Asturiens trotzte ein furchtloser christlicher König namens Pelayo einer muslimischen Armee, die tausendmal größer war als seine eigene. In den asturischen Bergen zeigten die Christen also erstaunlichen Mut. Dieser Geschichte zufolge ist Pelayo derjenige, der das Blatt wendet. Er verteidigt eine Enklave des spanischen Christentums im Norden und begründet so den Mythos vom Überleben des wahren Spaniens. Der Islam schwappt wie eine Welle über Spanien, aber ein kleines Gebiet im Norden bewahrt das echte, authentische Spanien. Diese Geschichtsschreibung tut so, als hätte es von Anfang an einen weltanschaulichen Widerstand der Christen gegen die Muslime gegeben. Sie landeten 711 und von 712 bis 1492 war das unser großer Auftrag. Das ist in fast jeder Hinsicht völliger Unsinn. Schon allein, dass dieser Zeitraum so lang ist, sollte uns warnen, eine solche Aussage für wahrscheinlich zu halten. Als Kirchenfürst des 13. Jahrhunderts war Rodrigo Jiménez de Rada nicht nur ein Mann, der den Verlauf der Geschichte beobachtete. Er war ein leidenschaftlicher Verfechter der Kreuzzugsidee. Er glaubte, mit Unterstützung aus Rom könnten christliche Armeen ein für allemal den Islam von der Iberischen Halbinsel vertreiben. Er schrieb diesen unglaublichen Brief an das spanische Volk, indem er es aufforderte, dass es gegen die eingefallenen Muslime bis zum Tod kämpfen sollte. Wenn sie das nicht täten, würden sie von der Flut der Muslime weggespült werden. Rodrigos sehnlichster Wunsch erfüllte sich im Jahr 1212. Eine Koalition christlicher Armeen bezieht bei La Navas de Tolosa Stellung gegen eine Berberarmee, jetzt der Almohaden. Katholiken und Muslime kämpfen als Katholiken und Muslime, nicht als Krieger, die zufällig das eine oder das andere sind. Die große katholische Armee trifft in Las Navas de Tolosa auf die Armee der Almohaden und besiegt sie. Es war deshalb ein bedeutender Sieg, weil es deutlich machte, dass von jetzt an die Christen an der Spitze stehen. Neun Jahre nach der Schlacht von Las Navas de Tolosa kommt Erzbischof Rodrigo Jiménez de Rada in die Kirche San Román in Toledo, um sie erneut für kastilische Christen zu weihen. Das war eine alte Kirche der Visigoten. Aber neben traditionell christlichen Darstellungen zeigt diese Kirche auch viele Darstellungen und Inschriften, die im Dialog mit islamischer Architektur stehen. Viele dieser Szenen sind von arabischen Inschriften eingerahmt. Wohlstand und Glück, immer und immer und immer wieder.
Diese Inschriften stammen von Christen. Die Kirche wurde neu geweiht, mit ihren arabischen Inschriften. Uns erscheint das heute in gewisser Weise absolut widersprüchlich. Wir geraten leicht in die Falle, weil wir glauben, Arabisch muss zugleich muslimisch sein, dass Arabisch nichts mit Christen zu tun hat. Dabei ist das Arabische zu Beginn des 13. Jahrhunderts eine wichtige Komponente, was einen kastilischen Christen ausmacht. Sogar Erzbischof Rodrigo Jiménez de Rada, der sich für den spanischen Kreuzzug gegen die Muslime stark gemacht hatte, fühlte sich inmitten dieser arabischen Inschriften zu Hause. Er selbst kann Arabisch lesen und schreiben. Als seine sterblichen Überreste exhumiert werden, stellt man überraschenderweise fest, dass er in einem wunderbaren Gewand bestattet wurde, dessen Saum mit einer arabischen Inschrift geschmückt ist. Selbst in dieser aufgeheizten Stimmung einer kulturell und ideologisch begründeten Hetze gegen Muslime kann man als hochrangiger christlicher Staatsmann arabische Kleidung tragen. Der Sieg der Christen bei Las Navas de Tolosa ist der erste von vielen in den kommenden 60 Jahren. Eine muslimische Stadt nach der anderen fällt in christliche Hände, darunter auch Córdoba. Bald grenzt das Reich von König Ferdinand III. Bis an das Mittelmeer. Nur das muslimische Granada überlebt. Granada konnte seine Unabhängigkeit bewahren, weil Mohammed ibn Nasr König Ferdinand III. Geholfen hatte, Sevilla einzunehmen. Ein rivalisierendes Taifa-Königreich. Wir vergessen oft, warum es so gekommen ist. Es wird als letztes muslimisches Königreich geduldet und sollte 250 Jahre bestehen. Granada ist unglaublich wohlhabend, weil es Handelsbeziehungen mit Nordafrika pflegt. Der Hafen von Malaga, also der Hafen von Granada, ist ein außerordentlich wichtiger Hafen mit Verbindungen in das gesamte Mittelmeer. Sie zahlten den kastilischen Königen einen erheblichen Tribut. Und solange sie zahlen, sind sie sicher vor einem letzten Angriff. Sie werden von Anfang an auf die eine oder andere Weise bekämpft. Und doch üben sie in dieser umkämpften, unterwürfigen, in die Enge getriebenen Position einen außerordentlichen kulturellen Einfluss aus. Unter der Herrschaft der Nasriden beginnt der Bau eines bedeutenden architektonischen Monuments, der Alhambra. Der damit verbundene Stil sollte den Stil der kastilischen Könige für Generationen prägen. Ein Jahrhundert nachdem Mohammed ibn Nasr König Ferdinand III. Zu seinem Sieg über Sevilla verholfen hatte, beerben zwei junge Prinzen ihre Väter. Der 16-jährige Mohammed V. besteigt den Thron in Granada, nur 4 Jahre nachdem der junge Pedro zum König von Kastilien gekrönt wurde. Pedro war ein Ästhet durch und durch, aber persönlich auch jähzornig, ein Wahnsinniger. Alle möglichen Leute ließ er hinrichten. Aber obwohl er ein mörderischer Wahnsinniger war, war Pedro auch der letzte der kastilischen Könige, der die kastilische Identität als tief verwoben betrachtete mit der jüdischen Gemeinschaft, mit dem jüdischen Wissen und auch mit der arabischen Kultur. Politische Intrigen zwingen Mohammed V. zur Flucht aus Granada. Der junge Mann sucht Asyl im Alcázar von Sevilla, dem Königspalast seines Freundes Pedro. Die Zeit, die sie dort gemeinsam verbrachten, hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Architektur dieses Palastes. Mohammed bringt Ideen mit, die Pedro sehr interessant findet.
Er und Pedro laufen herum und schauen sich an, was an diesem Palast verändert werden könnte. Sie reden über Architektur, über Ideen. Teilweise stammen diese Ideen aus der Alhambra. Im Hof der Jungfrauen sieht man zum Beispiel einen offenen Innenhof, der von Arkaden umgeben ist. Dort ist Wasser. Dort sind Gärten. Die Verwendung farbenfroher, wirklich sehr schöner Keramikfliesen und filigrane Säulen. Mohammed hilft Pedro vermutlich, diesen Innenhof zu errichten, denn er wirkt sehr islamisch. Irgendwann kann Mohammed nach Hause zurückkehren. Er packt seine Taschen. Danke, ich hatte eine sehr schöne Zeit im Alcazar. Er geht zurück zu Alhambra, aber er will weiterbauen. Er ist Architekt, er liebt es zu bauen. Und so plant er sein eigenes Bauvorhaben. Und das ist der Hof der Löwen. Er ist eindeutig eine Nachbildung des christlichen Alcazars. Das muss man so sehen. Beide Innenhöfe sind im Dialog. Wenn in einem Dialog die eine Person spricht, dann antwortet die andere. Darauf antwortet wieder die erste. Genau das geschieht in diesen beiden Gebäuden. Es ist eine Art Dialog der Architektur, in dem Palast zu Palast spricht und beide aufeinander reagieren. Im Zuge dieses Dialogs wird die Alhambra mehr und mehr zum Inbegriff von Mohammeds extravaganten architektonischen Vorlieben. Dieser Palastkomplex spiegelt seine Vorstellung von einem mächtigen und prachtvollen Granada wider. Die Alhambra ist dieses außergewöhnlich wehmütige Baudenkmal, das 700 Jahre kultureller Dominanz des Islam auf der iberischen Halbinsel symbolisiert. Ein letztes trotziges Statement gegenüber einer Welt, aus der die Nasriden bald verschwinden werden, und der Islam. Viele der Inschriften dort sind Lyrik, die die Unwandelbarkeit der Macht des Sultans zum Ausdruck bringt. Diese Gedichte scheinen auf eine Drohung zu antworten, die nicht ausgesprochen ist. Die Antwort einer Stadt, die schon sehr bald ihre Macht verlieren wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass es sich um eine gemeinsame Kultur handelt. Es ist nicht so, dass es eine eigene kastilische Kultur gibt, die sich bei anderen Kulturen bedient. Unsere ganze alte Terminologie ist falsch. Sie haben eine eng verwobene, geteilte Kultur. Diese Kultur erscheint vielleicht am prächtigsten in der Alhambra, aber auch in einer der großen erhaltenen Synagogen Spaniens. Sie heißt Transito. Sie wurde von Samuel Hachlevi, dem jüdischen Finanzminister Pedros des Ersten, errichtet. Samuel entstammte einer langen Linie mächtiger und einflussreicher jüdischer Berater. Samuel besitzt ein prächtiges Haus in Toledo. Und neben diesem Haus baut er eine Synagoge. Es ist eine private Synagoge, aber er öffnet sie für die Gemeinschaft. Er gestattet ihnen, dort zu beten. Dieses Gebäude zeigt die gleiche kulturelle Komplexität und Offenheit für andere kulturelle Traditionen wie der Alcázar von Sevilla. Natürlich ist es eine Synagoge, bestimmt für das jüdische Gebet. Aber sie hat Stuckarbeiten, die denen in Sevilla ähneln. Und sie hat nicht nur hebräische Inschriften, sondern auch arabische. Und das Wappen von Pedro I. von Kastilien. Als Samuel Halevi diese Synagoge erbaut, lässt er eine Widmungstafel für seinen wunderbaren Monarchen herstellen, der ihn in allen Dingen unterstützt hat und außerordentlich weise ist. Auf der Tafel ist eine Inschrift auf Hebräisch. Aber auf ihr ist auch das Wappen des Königs von Kastilien, die Burg und der Löwe. Das ist bedeutsam. Denn es zeigt uns, dass dieser uns islamisch erscheinende Stil der Stil ist, der den König von Kastilien repräsentiert. Pedros so enge Beziehung zu Samuel Halevi wird im Volk allerdings nicht gerne gesehen.
Gegen Pedro wird Propaganda gemacht, dass er die Juden bevorzuge. Ein Vorwurf, der gegen jeden christlichen König in Spanien erhoben wird, dass er Juden zu viel Macht über Christen gewährt. Es waren sogar Geschichten im Umlauf, nach denen Pedro gar nicht der wahre Sohn des Königs war, sondern ein jüdisches Baby, das von der Königin in die Wiege geschmuggelt worden war, um die Tatsache zu vertuschen, dass sie unfruchtbar war. Wenn man einen christlichen König kritisieren will, nennt man ihn einen Judenliebhaber. Gegen Pedro den Grausamen wurden mehr Vorwürfe dieser Art laut, als wir es je zuvor gesehen haben. Auch Samuel sollte in Ungnade fallen, nachdem die Synagoge fertiggestellt war. Pedro verdächtigte ihn, öffentliche Mittel für den Bau der Synagoge abgezweigt zu haben und ließ ihn 1360 hinrichten. Ein paar Jahre später wurde auch Pedro getötet. Pedros unehelicher Halbbruder ermordet ihn, Enrique. Später wird er auch derjenige sein, der die schrecklichen Massaker an Juden im Jahr 1391 vorantreibt. Danach ist nichts mehr so wie früher. Die Ereignisse kamen in rascher Folge, die das Ende jüdischen Lebens in Spanien einläuteten. Eine Reihe von blutigen Pogromen. Es beginnt 1391 in Sevilla mit Angriffen auf die jüdische Gemeinde an Ostern, die aber unterbunden werden. Einige Wochen später kommt es wieder zu Attacken. Als sich Berichte über dieses Massaker herumsprechen, kommt es dazu auch in anderen Städten wie Valencia, Barcelona, Girona, großen Zentren jüdischer Bevölkerung. Tausende von Juden wurden zur Annahme des Christentums gezwungen oder getötet. Welche Faktoren genau dazu geführt haben, ist nicht ganz klar. Aber ein großer Teil dessen, was in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts geschieht, hat mit den Verwüstungen des Schwarzen Todes zu tun, der Pest, der Seuche dieser Jahre. Der Schwarze Tod war etwas Neues für Europa, eine Geißel Gottes. Erklärungen wurden gesucht und natürlich löste er eine massive Krise aus. Wenn ein Drittel der Menschen stirbt, brauchen die Überlebenden eine Erklärung. Und wenn man es als Christ betrachtet, denkt man natürlich an das Ende der Welt, das Kommen des Messias, die Apokalypse. Und diese Apokalypse soll bestimmte Ereignisse mit sich bringen, darunter das Massaker und die Massenbekehrung der überlebenden Juden in der Welt. In gewisser Weise versucht man 1391, die Apokalypse zu beschleunigen, indem man die Bekehrung der Juden erzwingt. Die Juden sollten noch ein ganzes Jahrhundert in Spanien bleiben. Aber das goldene Zeitalter des Nebeneinanders dreier Religionen in einer Kultur ist vorbei. Denn auch die Muslime stehen unter dem Druck christlicher Eiferer. Granada, das letzte unabhängige Königreich unter muslimischer Herrschaft, wird angegriffen. Spanien schwingt sich immer mehr zum Verteidiger Europas gegen den Islam auf. Die christlichen Könige verfallen einer immer mächtiger werdenden Idee, der Säuberung des christlichen Spanien von den Gefahren des Islam und des Judentums. Um Spanien endgültig von Juden und Muslimen zu befreien, kommt es im Jahre 1469 zu einer Allianz gegen Granada. Sie sollte zur Keimzelle des heutigen Spanien werden. Zum letzten Akt in diesem Drama führt die Vereinigung der beiden wichtigsten spanischen Reiche, Kastilien und Aragon. Nicht durch Krieg, durch Heirat kommt dieses Bündnis zustande. Ferdinand II. Von Aragon nimmt Isabella I. von Kastilien zur Frau. Diese Ehe erreicht, was vorher nicht erreicht wurde, nämlich eine echte Vereinigung beider christlicher Königreiche. 10 Jahre lang lassen Isabella und Ferdinand das Granada der Nasriden belagern. Schließlich müssen die Muslime kapitulieren. Das ist auch das Ende der muslimischen Herrschaft in Spanien.
So wurden die Muslime zu Untertanen ihrer katholischen Majestäten. Ein Titel, den der Papst Ferdinand und Isabella verlieh. Das königliche Paar erklärte, dass die Muslime geschützte Untertanen sein werden, genannt Mudéjares. In der Kapitulation wird festgelegt, dass die Muslime ihre Religion weiter frei ausüben und ihre eigenen Kleider tragen dürfen. Mit anderen Worten, sie können weiterhin Muslime sein. Weniger nachsichtig sind die beiden mit den Juden. Nur 3 Monate nach der Eroberung Granadas erlassen Ferdinand und Isabella 1492 das berüchtigte Alhambra-Dekret. Es ist ein Ultimatum. Den Juden bleiben 90 Tage, um zum Christentum zu konvertieren oder Spanien für immer zu verlassen. Wenn sie diesem Befehl nicht Gehorsam leisten und in unserem Königreich, unserem Herrschaftsgebiet gefunden werden und in irgendeiner Weise in ihm leben sollten, werden sie mit dem Tode bestraft und all ihre Besitztümer werden beschlagnahmt. Zehntausende von Juden packen ihre Sachen und verlassen Spanien für immer. Doch die muslimischen Mudéjares dürfen bleiben. Sie sind vorerst sicher. Ihre Schwierigkeiten sollten erst noch kommen. Die Intoleranz nahm zu und wurde schließlich so stark, dass man den geschützten Status der Mudéjares aufhob. Das bedeutete, dass die muslimische Bevölkerung das Gleiche tun musste wie die Juden 1492. Entweder konvertieren oder auswandern. Von den wohlhabenden Muslimen flohen die meisten. Wer blieb, konvertierte nur oberflächlich zum Christentum. Sie kleideten sich wie zuvor, sie aßen und sprachen wie zuvor, sie sprachen Arabisch. Sie hielten an ihrer Identität fest. Man war besorgt um den religiösen Status dieser Morisken, wie man sie nannte, nur unter Zwang bekehrte ehemalige Muslime. Seltsamerweise war die Lebensweise und die Kultur der Morisken nach der Konvertierung stärker gefährdet als die der unterworfenen Muslime. Arabisch zu sprechen, Arabisch zu schreiben, der Besuch öffentlicher Badehäuser, solche Dinge waren mit einer negativen Bedeutung besetzt. Der Status der Morisken, gute Christen oder gute Spanier zu sein, wurde dadurch beschädigt. Das Christentum erlebt die Erfüllung eines Traums. Doch die Erfüllung dieses Traums erzeugt eine große Ängstlichkeit. Nachdem man die Muslime zwangsbekehrt hatte, zweifelte man an der Aufrichtigkeit der Bekehrung. Wen wundert das? Nun musste man einen Weg finden, aus diesem Dilemma wieder rauszukommen. Die Antwort darauf war natürlich die Inquisition. Ferdinand und Isabella hatten das Heilige Amt der Inquisition bereits im Jahr 1480 installiert. Die katholischen Könige wollten damit die Reinheit des christlichen Glaubens schützen. Nachdem Muslime und Juden zwangsweise bekehrt oder einfach geflüchtet waren, wurde dieser Zwang zur christlichen Orthodoxie stärker und stärker. Im Namen des Christentums verhaftete, verhörte, folterte und verbrannte die Inquisition Tausende von Spaniern, allein aufgrund des Verdachts, dass sie heimlich weiterhin dem Judentum und dem Islam angehörten. Die Spanier sind die Letzten in Europa, die sich zu der Idee bekennen, dass Christen keine Gebiete zusammen mit Juden und Muslimen bewohnen. Und so wurden sie zu den fanatischsten Vollstreckern dieser Idee. Die Idee eines rein christlichen oder rein muslimischen Königreichs war schon immer das Ideal für beide Religionen. Für die Christen in Spanien wurde dieser Traum Realität. Aber die Natur dieses Traums verwandelte sich. Man könnte sagen, der Wunschtraum wurde zu einem Albtraum. Fast 800 Jahre nachdem die Muslime nach Al-Andalus gekommen waren,
findet die Zeit der Convivencia von Juden, Christen und Muslimen ein brutales und blutiges Ende. Ein Ende so traumatisch, dass es die wahre Geschichte dieser goldenen Epoche Andalusiens überschattet. Muslime, Juden und Christen schufen gemeinsam eine einzigartige Kultur, deren literarisches, musikalisches und architektonisches Erbe uns heute noch fasziniert. Spain remains. Bis heute ist Spanien die enge Vereinigung dieser drei Kulturen. Und die Menschen selbst sind ethnisch gesehen ein Teil dieser Vermischung von Menschen, die eine neue Art von Zivilisation und Kultur hervorgebracht haben. Die Kultur, an deren Anfang der geflohene Umayyadenprinz steht, lebt als Erbe Spaniens fort. Vereint noch immer jüdisches, christliches, muslimisches und ist so ein Vorbild, wie die Menschen in der Welt zusammenleben sollten.